Und oh. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Calvin. Und heute gibt's den sechsten? Ich glaube sechsten. Sechsten Teil Gummiessen versus echtes Essen. Yes, Alter. So viele Fragen, das immer wieder. Wir haben das schon gesehen, er eskaliert. Ey, und wir freuen uns, heute die nächste Folge zu bringen, Mann. Genau, heute gibt's einen Skorpion unter anderem. Und noch eine andere kranke Sache. Ja, viele. Aber ja, wie immer drei kranke Sachen und drei gute Sachen, genau, unter diesem Glöckchen. Wie funktioniert das Ganze? Das läuft folgendermaßen ab. Die Regie gibt uns zwei Speiseglocken, also diese hier. Unter einer befindet sich echtes Essen und unter der anderen Gummiessen. Es gibt jeweils drei gute Sachen, also gute Paare, und drei sehr kranke Paare, also schlechte, eklige Sachen. Mhm. Und damit die Regie das nicht beeinflussen kann, machen wir immer Schnick, Schnack, Schnuck und wir wählen dann einen Teller aus. Yes. Ja, und dann, ja, einer muss das halt essen, genau, zumindest ein Stückchen probieren, das muss sein, ey. Und Leute, wenn ihr einen neuen Teil Gummi essen versus echtes essen wollt, wie viele Likes brauchen wir dafür? Ey, Leute, weil 150.000 Likes! Ja, diesmal 150.000 Likes, ja. Leute, ihr müsst wieder jeder liken, weil ihr macht die Likes zu schnell voll. Und ihr denkt es wahrscheinlich, warum 150.000 Likes? Es wird einen echten Schweinekopf geben. Ja. Ohne Scheiß, ein Schweinekopf. Dafür liked jetzt jeder, dann kommt die Folge, versprochen. Das wird immer kranker, ey. Okay. Und ich würde sagen, Lego. LG, nimm die Speiseglocken. Erste Runde. Okay. Eieieiei. Oh mein Gott. Der erste Gang wird serviert. Oh mein Gott. Es wird ernst. Ich hoffe, erstmal was easy Gutes zum Reinkommen, Leute. Ja, Mann. Okay. Ihr dürft nicht anfassen. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Du musst aussuchen. Ich suche aus. Ich nehme diesen Teller hier, verdammt. Scheiße. Okay. 3, 2, 1. Yeah! Oh, ey! Ey, die Brezel! Ich wollte die echte haben, Mann. Boah, lecker, Alter. Scheiße, jetzt wollen wir. Was hast du? Eine Gummibrezel. Lakritzbrezel, ne? Lakritze. Lass mir schmecken. Ich bin frisch. Boah, sieht nice aus. Boah, ich mag gar keine Lakritze, Alter. Ne? Ja, aber das geht eigentlich. Das geht? Ich glaube wegen dem Zucker. Cola Kritze ist eklig. Ja, zu bitter, ne? Oh, lecker. Ja. Oh, das ist hart. Schön salzig, ne? Die ist schön soft. Das ist schon heute Morgen, ne? Mhm. Nächster Gang, würde ich behaupten. Mhm. Ja. Second Gang. Oh mein Gott. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Stein, Stein. Ah, ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Boom. Ja, würde das aussuchen? Diesmal wähle ich gleich mal einfach hier. Ja? Hoffentlich war das der Troy Bolton. 3, 2, 1. Yes! Ein Spiegelei. Ist das gesalzen? Nicht gesalzen? Kein Salz. Sind die gewaschen, die Dinger? Okay, gut. Das ist gut. Das ist ein bisschen zäh hier, muss ich sagen. Lecker, lecker, lecker. Kann man auch ein paar machen, ey. Schmeckt gesalzen, aber. Sech? Leute, Eigelb hat zu viel Fett, deswegen nur das Eiweiß. Nee, echt Spaß. Aber gute Fette. Und Jesus. Hätte auch eher Bock auf ein echtes. Lecker. Wow. Next. Der dritte, glaube ich, ne? Ja, der dritte Gang jetzt. Oh, das ist locker schlecht jetzt. Oh, Scheiße. Locker schlecht. Jetzt müssen wir aufpassen, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ah. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam. Du lass. Nee, ich darf auch. Du bist dran. Ich behalte mal den. Oh mein Gott, ey. Okay, ist das nicht so schwer? Ganz normal. Ja. 3, 2, 1, nein! Wow! Wow! Leute, Mann! Wow! Warum steht das, Alter? Damit ihr mal wisst, was das ist, ihr denkt jetzt, what the fuck, das ist ein Schweinefuß. Regie, es gibt noch drei andere Rohe, hol die mal her, da sieht man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Details. Oh mein, Leute! Hier ist noch einer, der ist ein bisschen... Oh mein nein, Gott! Nein, das sind die Zehen, Digga! Bah. Du nimmst den hier, die tun mir leid. Small, Alter! Die zwei wegnehmen, er kriegt den hier! Ich kann mir aussuchen, Mensch! Oh, stinkt das! Ich suche mir aus, welchen ich nehme. Das war der das schon war. Leute, seht ihr das hier? Ja, ich nehme den, der das schon war. Ey, das Small ist ein Schweinefuß, Mann. Ja. Yeah. Zum Mitschreiben nochmal. Okay, wir müssen die noch kochen. Oh mein Gott! Wir kochen den jetzt, Leute, und jetzt seht ihr, wie wir den zubereiten. Let's go! Okay, Alter. Rein damit, Mann. Oh, eklig. Doch, ein bisschen Salz, aber ich glaube, das macht es jetzt auch nicht schöner. Die Delikatesse kann zubereitet werden. Wir haben jetzt hier noch so einen Würfel Gemüsebrühe hinzugegeben. Wie sieht es aktuell aus? Ich würde sagen, sehr schmackhaft. Was sagst du dazu, Marvin? Boah.
Okay, Leute, es ist jetzt, glaube ich, fertig durchgekocht. Jetzt gucken wir mal rein. Und. Jo, Alter. Boah, das ist der Schweinefuß. Einfach nur. Sieht noch abartiger teilweise aus. So. So, jetzt stehst du ja vor dem Teller. Junge, was ist das? Das ist extrem viel Knorpel von außen. Wie kommt man auf immer diese Sachen zu essen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß ein Stück ab und das esse ich dann bis Schluss halt runter. Ob das Knorpel ist oder was auch immer. Junge, Alter. Knistern die Dinge? Ja, ja. Boah. Hörst du das? Hört ihr das? Vielleicht hört man's. Ich beiß das Stück hier ab. Ja, sehr nicht so. In Anführungsstrichen attraktiv aus. Das ist doch gar nichts, was man essen kann eigentlich. Okay. Gut, nochmal. Nimm noch ein Stück. Das schmeckt ja zu gut. Ohne Scheiß. Das ist gar nicht schlecht. Echt? Nur die Konsistenz. Weißt du das ernst? Auf alles. Aber wenn du wieder hier drauf guckst, ne? Das ist gar nicht schlecht. Nur das kaum Haut. Alter. Nur so, die Konsistenz ist ekelhaft. Sonst. Echt? Ja. Auf alles ist ganz schlecht. Okay, krass. Nice, aber brauchen nicht weiter essen auf jeden Fall. Ich will für noch ein Stück. Hat Max! Oh mein Gott. Vierter Gang? Vierter, ne? Oh shit. Okay. Wow. Drei? Nein, Schnick, Schnack, Schnuck. Ach, oh Mann. Schnick, Schnack, Schnuck. Hajimau. Okay, das ist abgelegt. Ich will einfach mal den. Okay, boah, schwer. Oh, Scheiße. Oh, Spaß. Oh, ich hab Glück, diesmal. Drei, zwei, eins. Yes. Wow, Mann. Yes. Ja, oh. Danke, danke. Das ist ein Gummikürbis. Kürbis. Und das hier ist ein echter Kürbis, wie man unschwer erkennen kann. Hier mit. Du musst halt schön mal einen Löffel von tasten. Boah, das sind ja so voll. Das sieht aus wie Nüsse, so Kerne, ne? Schmecken Kürbis, Leute? Scheiße, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man den so essen kann. Kann man den roh essen überhaupt? Oh, René schwankt schon. René schwankt, das ist schon kritisch gesundheitlich. Ja. Oh Mann. Boah. Hast du wieder Kirsche? Ich glaube, das ist dann so ein Löffel hier. Das. Okay. Warte, guck mal, seine Nase, wie sich bewegt. Ich muss den essen, Leute. Seine Nase. Ja, diese Kerne musst du alle essen. Okay. Ups. Dann legt man es nochmal so. Okay. Haufen. Ja, mal gucken. Ich esse die jetzt einfach. Gute Nummer. Boah, ist das hart. Das hart. Es gibt ja Kürbiskerne zu kaufen. Und ohne Scheiß, das ist gerade so hart, ich kann es gar nicht durchkommen. Echt? Das kann man nicht. Nimm mal einen in den Mund. Ja, chill. Oder nur die eine einzige. Ich kann es nicht durchkommen. Okay, ist ja schon gut, dass du den Mund behältst. Aber den Geschmack und das Mundwasser schlucke ich trotzdem runter. Es ist nicht geil, aber es ist auch nicht top. Okay. Weißt du, also. Okay, klar. Ungeil. Ja, das reicht. Sinnlos, sowas zu essen. Ja, reicht. Keine Ahnung. Next! Next Gang. Next Gang. Schnick, Schnack, Schnuck. Und boom, ich nenne den hier. Einfach mal ganz spontan. Bereit? Go! Mein Boah! Yes. Aber. Oh mein Gott, bin ich neidisch. Ein echtes Eis. Boah, ist ja voll sanft, ey. So ein, und hier ja, ein Gummi-Eis. Ist ein Gummi-Eis. Boah, das ist so ein echtes Eis. Echt voll ähnlich, voll witzig. Lol. Oh. Wie sanft. So ein bisschen. Das ist eine doofe Sieg. Ist ja voll geil. So ein bisschen geschmolzen. Aber. Ich hab das noch nie gegessen, so ein. Richtig lecker. Boah, ist lecker. Lecker. So. Nächster Gang. Ey, das ist der letzte Gang. Oh mein Gott, Leute, letzter Gang, ihr wisst, was das heißt. Ich kann mich entscheiden. Das ist der Skorpion. Ey, das ist scheiße jetzt. Boah, ich kann mich entscheiden. Oder du bist dran, du musst entscheiden, ich weiß. Ja, also wer jetzt entscheiden muss. Boah, ein Skorpion, Mann. So ein Panzer hat das. Ich weiß gar nicht, ob man das essen kann. Ja. Okay, komm. Okay, komm. Bringt da alles nichts. 3, 2, 1. Besiegt, aber bringt mir jetzt nichts. Was soll ich aussuchen? Mein Schicksal liegt jetzt. Das Schicksal liegt in meinem. 3, 2, 1 erstmal. Ja, was los denn wir? Ja, komm, such jetzt so aus. Ich bin nervös, deswegen. Ich hab das Schicksal jetzt in meinen Händen. Die Regie ist schon ganz gespannt am Stehen. Oh Mann, das ist echt. Hey, komm, ich sehe dich mit Augenkontakt. Sie will mir einen Tipp geben, aber ich weiß ja, ob es gut ist oder schlecht. Leute, einfach Arsch. Oder was? Ruhe da hinten.
Achso. Okay, war ein Fehler. War doch Fehlalarm. Okay. Wir sagen, was aussieht. Komm, Füße. Nein, was mache ich hier? Schon, Scheiße, ich glaube, ich nehme einfach. Schnee, Alter, Scheiße. Wir sind. Ja. Boah, geht so. 3, 2, 1. Ja! Ich hab diese Folge so gut verstanden! Du bist am Arsch! Schweinefuß! Und jetzt das Skorpion in deinen Mund! Ey, warum hab ich so Pech jetzt, Mann? Oh mein Gott! Ey, kann doch nicht sein, Alter! Oh mein Gott! Ist das krank! Ey, wir müssen Regeln machen, man darf nur eine schlecht sagen. Nein, Digga! Oh. Komm, einmal, du musst essen! Ey! Wow. Nein, Gummi! Oh! Oh, Scheiße! Runter wieder! Ey, jetzt musst du essen, dass du angeleckt hast! Okay, jetzt hab ich habe ich eine Bestrafung. Hier, ich bin Mann! Okay, ich würde sagen, wir öffnen den mal. Ja. Okay, du hast letztes Mal die Spinne, jetzt bin ich dran. Ja, ja, hier, Leute. Die Messer. Ja, ihr so. Seht, echter Skorpion, 5 Gramm Kaiserskorpion, Alter. Okay, ich mach das auf, Mann. Boah, wie nur Sprite, der ist so flüssig. Boah, ist wieder eingelegt. Oh. Boah, der riecht. Der riecht so wie. So merkwürdig. So nach Maschine, Chemie, Alter. Digga. Nach Maschinen, das sind Maschinen, weißt du? Ja, Elektro, Alter. Ja, so voll komisch. Boah, das ist ein strenger Geruch. Oh mein Gott. So voll giftig, der Geruch. Ja, Mann, ey. Wenn der giftig ist, ich sterbe jetzt, Alter. Als ob, Mann. Wie soll ich den denn schneiden, Mann? Das ist ja so ein Verzehr hier. Einmal Besteck. Boah. Der ist voll hart, Mann. Der Panzer von unten. Boah. Der ist voll hart, Alter. Den können wir doch nicht essen, Mann. Was ist das? Also die Krallen kann man schon mal gar nicht essen. Das geht einfach von der Mitte so auf, den Schwanz. Oh, was ist denn da drin, ey? Wow. Das sieht aus wie Sand. Ja. Von den. Ey, das müssen wir mal kurz. Ey Leute, das sieht aus wie Sand, wenn man den aufschneidet, ne? Boah, ey. Alter, was ist da drinnen, Mann? Bist du begeistert? Mal auf, tu mal die Kamera weg, Alter. Komm jetzt. Okay, das ist relativ weich. Ich nehme das hier einfach. Ist das ein Bein, Alter? Weiß ich nicht, Alter. Ey, ich kann das aber, glaube ich, nicht runterschlucken. Kau ist. Also, soll ich kauen? 10 Sekunden? Es ist ja schon hart. Das ist zu hart, Leute. Guckt euch das an. Das ist deine Sache, aber. Wir haben eigentlich schon mal so gesagt, dass wir mal alles runterschlucken. Und das haben wir bis jetzt auch eigentlich immer eingehalten. Augen zu und durch. Du hast ja Wasser drin. Augen zu und durch, Mann. Also ich muss. Bitte. Du hast den Mund. Ja, also es ist der optimalste, ne? Wow, Alter, das ist weg! Alter! What the fuck, Digga? Leute, hier ist heftig, Mann. Alter, das war so hart, ich hab das runtergeschluckt. Es stand vor, das ist giftig oder so. Ja. Leute, wenn ihr morgen nichts von mir hört, dann wisst ihr Bescheid. Ja, komm weg damit. Ich will das nicht mehr sehen. Leute, Leute, Leute. Okay, Leute, das war's mal wieder von Gummiessen versus echtes Essen. Das war jetzt mittlerweile Teil 6, ne? Teil 6. Alter Schwede. Leute, wenn ihr einen 7. Teil wollt, wie gesagt, es kommt ein ganzer Schweinekopf. Den haben wir schon hier im Froster. Wir holen hier die krankesten Sachen. Bei 150.000 Likes kommt die nächste Folge. Genau, ihr wisst Bescheid. Also liked wieder jeder, damit die nächste Folge kommt, wenn ihr die wollt. Ja. Ansonsten folgt uns auf Insta und Snapchat. Hier macht fit. Hier Kelvin Fitti. Seid immer auf dem neuesten Stand. Folgt uns da. Und noch schöne Grüße an Ra und Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werdet, müsst ihr einfach nur abonnieren, direkt daneben auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren. Und ihr kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiv, damit wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Bis zum Glück, blenden wir Schienenvideo ein und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.